Heimatverbunden und weltoffen. Das sind die Attribute der Tageszeitungen die Oberbadische, Markgräfler Tagblatt und Weiler Zeitung. Herausgegeben werden die drei Titel vom Verlagshaus Jaumann mit Sitz in Lörrach. Mit über 50.000 Lesern sind sie bedeutende Meinungsträger im Landkreis Lörrach und darüber hinaus. Mit seinen drei Tageszeitungen, Anzeigenprodukten, Magazinen, Sonderdrucken und Dienstleistungen ist das Verlagshaus Jaumann am Oberrhein, am Hochrhein, im Südschwarzwald und in der Nordwestschweiz aktiv. Gegründet wurde das Verlagshaus Jaumann im Jahre 1885. Journalistisch und wirtschaftlich selbstständig konzentrieren sich die Redaktionen in Lörrach, Weil am Rhein und Schopfheim auf das lokale und regionale Geschehen. Die nationale und internationale Berichterstattung wird über den Schwarzwälder Boten und von den Stuttgarter Nachrichten bezogen. Damit erreicht der Mantelteil unserer Zeitung eine tägliche verkaufte Auflage von 135.000 Exemplaren. Seit 2008 ist die Oberbadische eingebunden in die Südwestdeutsche Medienholding, die zweitgrößte Zeitungsgruppe Deutschlands. Zu deren Flaggschiffen zählen die Süddeutsche Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung. Mehrere hundert Personen arbeiten im Landkreis Lörrach täglich daran, unsere Kunden mit journalistischen Produkten und Dienstleistungen zu beliefern. Die Verbundenheit mit den Menschen im Dreiländereck ist die Stärke des Verlagshauses Jaumann. Die Redaktion sieht sich als kritischer, aber stets fairer Begleiter des lokalen und regionalen Geschehens. In einer Zeit zunehmender Multimedialität bietet das Verlagshaus Jaumann heute mehr als die traditionelle Zeitung. Hierzu gehören eine Online-Zeitung, der elektronische Ticketverkauf und Aktionen wie Leser helfen notleidenden Menschen.